Tatsächlich ist es so, dass gerade wenn man einen Verlust verarbeitet, ein erhöhtes Risiko auch hat, an körperlichen Erkrankungen zu leiden. Also man hat einen erhöhten Herzschlag möglicherweise, einen erhöhten Blutdruck. Und damit einhergehend, wie Sie gerade schon gesagt haben, fällt immer wieder der Begriff Broken Heart Syndrom. Und da geht es vor allem wirklich darum, dass man durch zum Beispiel emotionalen oder körperlichen Stress einen plötzlichen Funktionsverlust des Herzens wahrnimmt, die auch tatsächlich einem Herzinfarkt sehr ähneln können. Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken und wir sind heute in der Blumenburg Ambulanz- und Tagesklinik in Frankfurt am Main. Heute werden wir mit euch mit Laura Sewis über Liebeskummer, gebrochene Herzen und sogenannte anhaltende Trauerstörung sprechen. Und da fragen wir, wie sich Trauer zeigen kann, ob es Studien dazu gibt, ob es Auswirkungen auf den Körper gibt und wie man am besten mit Trauer oder Liebeskummer fertig wird. Frau Sewis, danke, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Frau Sewis, würden Sie sich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Laura Sewis. Ich bin psychologische Psychotherapeutin in der Blumenburg Klinik hier in Frankfurt und arbeite dort vor allem mit dem verhaltenstherapeutischen Schwerpunkt. Dann gehen wir gleich mal zum Thema. Also Liebeskummer scheint ja ein ernstes Problem zu sein, denn ich habe nochmal nachgeguckt, alle Krankenkassen geben auf ihren Webseiten Tipps und klären darüber auf, wie man da mit den emotionalen Reaktionen umgeht. Und ich meine, Krankenkasse, es heißt krank, ne? Also es wäre jetzt mal interessant, welche Auswirkungen hat denn Liebeskummer überhaupt so, dass man da gleich krank wird? Liebeskummer tatsächlich gleicht erstmal dem Verarbeiten von einem Verlust. Also es ist ähnlich wie beim Trauern, dass es da erstmal einen ganz normalen Prozess gibt und es auch erstmal eine normale Reaktion ist auf den Verlust von einem Menschen. Das heißt erstmal kein pathologisches Phänomen, aber mittlerweile es verschiedene Phasen davon gibt, wie man damit emotional überhaupt umgehen kann. Okay, Phasen heißt, es gibt also verschiedene Phasen der Trauer. Ja. Könnten Sie die nochmal so ein bisschen erzählen? Es ist ja häufig so, dass wenn wir irgendwie zu einer Situation kommen, wo eine Person sich von uns trennt, gehen erstmal alle Glocken an und man denkt, oh Gott, das kann ja irgendwie gar nicht wahr sein. Also erstmal entsteht so eine Phase von Leugnen, zu sagen, das geht nicht, das ist vielleicht morgen, es schaut schon wieder ganz anders aus, das ist doch vielleicht nur ein Scherz, meint's nicht so. Das ist erstmal überwiegend, was so präsent ist. Und wenn es dann so Stück für Stück ein bisschen sich sacken lässt, passiert es häufig, dass wir Gefühle extrem wahrnehmen, also so ein extremes Gefühlschaos haben. Wir haben dann vielleicht Wut, Zorn, Ärger, auch so die Frage, wie konnte er mir das antun? Also die Emotionen kommen so mit voller Wucht einmal um die Ecke. Da kann es auch manchmal passieren, dass wir so eine Kurzschlussreaktion haben. Und wenn das so über oder vorbeigegangen ist, dann geht es eher so ein bisschen darum, oft auch in so einer Phase zu schauen, gibt es noch eine Chance zwischen uns? Also können wir irgendwas tun, wo wir uns verändern können, den anderen irgendwelche Erwartungen entsprechen können. Und wir machen uns dann meistens Versprechungen, die wir einhalten wollen. Wenn das aber nicht klappt, kommen wir eher zu diesem typischen Moment des Liebeskummers. Das heißt, wir realisieren, oh, jetzt ist es irgendwie vorbei. Und genau dann kommen eigentlich auch so depressive Symptomatiken. Also ich fühle mich traurig, ich fühle mich vielleicht allein, hilflos, habe Schlafprobleme. Und ganz am Ende von so einem Prozess, egal ob Liebeskummer oder Trauern, ist eigentlich die Akzeptanz. Also zu sagen, ich habe mich wieder zurück in die normale Situation gekämpft, ich habe mich angepasst, ich weiß, wie ich jetzt damit umgehen kann, habe wieder meine Ressourcen aktiviert und stehe wieder im Leben. Also es ist immer wieder so ein Schwanken zwischen Verlustorientierung, ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Traurigkeit umgehen soll und dann aber auch wieder, was kann ich tun, damit ich besser an die Situation anpasse. Heißt es, dass nicht so starr geht, sondern auch mal ein bisschen hin und her zwischen den Phasen, so habe ich es jetzt auch rausgehört. Genau, es ist auch da, gerade Trauern als auch Liebeskummer ist bei jeder Person unterschiedlich. Es kann sein, dass eine Phase stärker ausgeprägt ist, die andere weniger, man zwischen den Phasen schwankt und es in dem Sinne keinen klaren Prozess gibt. Da ist es bei jedem anders. Ah, und gibt es da auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wie die mit den Trauerphasen umgehen oder ist das eher ein Persönlichkeitsthema? Ja, das ist tatsächlich relativ gut erforscht. Mittlerweile ist es so, dass es ganz deutlich ist, dass Frauen sehr, sehr schnell leiden oder auch trauern.
aber auch sehr intensiv. Bei den Männern neigen eher dazu zu sagen, ich weiß jetzt gerade nicht mit der Situation umzugehen, versuchen zu vermeiden. Und dann meist, also da häufig es passieren kann, dass Männer eher länger trauern oder auch Liebeskummer wahrnehmen, aber eher unterschwellig. Ah, okay. Mhm. Also Männer machen das jetzt ein bisschen anders als Frauen durch. Aber gibt's denn irgendwo so den Cut-off, wo man sagt, jetzt ist es eine pathologische Trauerzeit? Weil irgendwie kennen wir das ja alle, dass wir mal irgendwann getrauert haben um das ein oder andere Thema, auch um Liebe. Ja. Was wäre denn jetzt noch im Rahmen des Normalen? Und ab wann würde man sagen, jetzt dauert's echt ein bisschen lang? Mhm. Ja, tatsächlich ist normal dann ein ganz großer Begriff. Und auch das definiert zunächst erstmal jeder für sich. Viele finden es erstmal in Ordnung zu sagen, ich brauche da einfach ein bisschen länger mit. Manche stört es schon relativ schnell. Also wann entsteht auch Leidensdruck, ist so ein bisschen der erste Punkt. Rein diagnostisch betrachtet ist es tatsächlich so, dass es eine sogenannte anhaltende Trauerreaktion geben kann. Und die definiert man erst ab den 12 Monaten. Beziehungsweise man muss sozusagen 12 Monate trauern, auch in einer gewissen Intensität und Qualität. Und darauf folgend, wenn das sozusagen noch weiter besteht, dann kann man von einer sogenannten anhaltenden Trauerreaktion sprechen. Okay, und dann würde es sozusagen in eine Behandlung übergehen, möglicherweise. Genau. Okay, also es scheint ja dann so zu sein, dass in unserem Gehirn ein totales Chaos ist, weil so viele verschiedene Emotionen müssen sich ja irgendwie darstellen in einem hirnorganischen Prozess. Gibt's da was darüber, dass man weiß, was passiert in unserem Gehirn eigentlich in diesen Phasen? Ja, tatsächlich ist es so, dass Liebeskummer als auch Trauer die Produktion zum einen von Dopamin und Serotonin verändert. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns verlieben, entsteht eine Art Glücksgefühl. Das heißt, Dopamin wird ausgeschüttet. Wir freuen uns, wir sind zufrieden, wir sind glücklich in der Situation. Was aber dann auch passiert, wenn wir diese Person verlieren oder uns trennen, entsteht natürlich auch eine Reduktion dessen. Das heißt, das Dopamin geht nach unten und wir verspüren diese leichte Verstimmung. Also auch da können dann diese depressiven Symptome vermehrt wahrgenommen werden. Aber es ist ja so, wenn wir zum Beispiel eine Person verlieren, es ist nicht nur, dass wir die Person verlieren, sondern auch das, was damit einhergeht. Also zum Beispiel Zuneigung, Wärme, Vertrautheit, all das, was uns auch Glücksgefühle mitbringt, verlieren wir in dem Moment auch. Das ist natürlich dazu führen kann, dass dadurch das Dopamin runtergeht. Und man muss aber auch dazu sagen, dass wir dadurch versuchen, auch das zu kompensieren. Also wir gehen dann vielleicht auf Dates oder gehen häufiger essen oder essen mehr Schokolade, ne? Das ist ja mal so das ganz Typische, was mal so beschrieben wird, das Frustessen. Und das führt eigentlich nur dazu, dass wir versuchen, unseren Dopaminhaushalt wieder nach oben zu bringen. Okay, und es funktioniert ja manchmal auch ganz gut mit Schokolade. Genau. Also Dopamin-Glückshormon geht sozusagen flöten, wenn ich jetzt eben unglücklich bin. Und gibt's denn da dann auch ein bestimmtes Gehirnareal, wo das stattfindet? Oder ist das einfach das ganze Gehirn irgendwie dopaminarm? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, tatsächlich ist es zum einen so, dass Dopamin und Serotonin ja reduziert werden, aber auch durch Liebeskummer der Stresspegel steigt. Das heißt, Cortisol und Adrenalin wird sozusagen erhöht und dadurch kann es dazu passieren, dass auch im Gehirn Areale, die beim physischen Schmerz aktiviert werden, auch aktiviert werden. Ach ja. Mhm. Wow, das heißt also, egal ob mir jetzt jemand wehtut, körperlich oder seelisch, ist das der gleiche Schmerz in meinem Gehirn. Das kann das in dem Areal gar nicht so unterscheiden. Genau, das Areal wird sozusagen gleichzeitig aktiv. Okay, das ist ja interessant, aber dann könnte man dann auch Schmerzmittel gegen körperlichen Schmerz, also so wie wir sie kennen, teilweise einsetzen, auch gegen psychischen Schmerz, geht das? Ja, tatsächlich ist das der Fall. Die setzen genau in denselben Arealen an. Und daher gibt es auch da vermehrt jetzt Studien dazu, dass genau diese Schmerzmittel dagegen helfen können. Auch helfen. Okay, aber natürlich ist das nicht die einzige Lösung, so wie Eis und Schokolade auch nicht die Lösung auf Dauer genau. werden. Okay, verstehe. Aber interessant, dass das mit dem gleichen Gehirnteil zu tun hat, ja. Wie viele Menschen leiden denn jetzt eigentlich an einer unnormalen, sprich verlängerten Trauerreaktion? Ja, es gibt unterschiedliche Studien, die jetzt auch zunehmend mehr werden, dadurch, dass diese Diagnose einfach noch gar nicht so lange gegeben ist. Und man spricht in Deutschland oder auch in Europa von einer ungefähren Zahl von 4-10%. Also schon eine ganz schöne Menge, die da in dem Sinne länger trauert. Genau. Behandlungsbedürftig werden, okay, ja, interessant. Und hat dann die Intensität von der Beziehung vorher auch einen Einfluss darauf, wie lange man trauert? Also wenn das jetzt nur so ein kleiner Flirt war oder wenn das eben eine ganz lange, vielleicht langfristige Beziehung war? Ja, also es ist so, dass vor allem die Beziehung zu der nahestehenden Person, egal ob es auch da sich um Liebeskummer oder um einen Verlust dreht, einen großen Einfluss darauf hat. Es gibt verschiedene Studien, wo geschaut wurde, wie lange trauern Personen
zum Beispiel, wenn sie einen Partner verlieren versus wenn sie einen Großelternteil verlieren. Und es da ganz deutlich ist, dass zum Beispiel, wenn man den Partner verliert, der sehr nahe steht, 10-20% der Betroffenen sogar auch an einer anhaltenden Trauerreaktion leiden. Okay, jetzt können wir ja mal so ein bisschen noch mal auf eine Sache eingehen, die was mit dem Körper zu tun hat. Ich habe da nämlich noch mal das Wort Broken Heart Syndrom gefunden. Heißt also, dass wirklich das Herz bricht, in Anführungsstrichen, also leidet, wenn jemand eine Trauerreaktion hat. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen, was das bedeutet. Ja, tatsächlich ist es so, dass gerade wenn man einen Verlust verarbeitet, ein erhöhtes Risiko auch hat, an körperlichen Erkrankungen zu leiden. Also man hat einen erhöhten Herzschlag möglicherweise, einen erhöhten Blutdruck. Und damit einhergehend, wie Sie gerade schon gesagt haben, fällt immer wieder der Begriff Broken Heart Syndrom. Manche kennen das auch unter dem Begriff Stresskardiomyopathie. Und da geht es vor allem wirklich darum, dass man durch zum Beispiel emotionalen oder körperlichen Stress einen plötzlichen Funktionsverlust des Herzens wahrnimmt, die auch tatsächlich einem Herzinfarkt sehr ähneln können. Die Symptome sind da relativ ähnlich. Die Personen nehmen auch ein enge Gefühl in der Brust wahr oder Übelkeit, Erbrechen, möglicherweise auch eine Tachykardie. Also das ist ein Punkt, der sozusagen da mit betrachtet werden kann. Aha. Aber das ist ja dann auch nicht nur ein Gefühl, sondern das ist wirklich ein Funktionsverlust, ne, des Herzens. Also ich habe da nur gelesen, dass die linke Herzkammer da so ein bisschen schlapp macht und auch man das auch sehen kann, ne, im Ultraschall oder Röntgenbild. Das wäre ja dann ein ernstzunehmendes kardiologisches Thema. Das heißt, da müsste man dann zum Kardiologen, oder? Auf jeden Fall. Also gerade wenn man direkt nach der ersten Zeit, nach einem Verlust, so Symptome wahrnimmt, sollte man das auch kardiologisch klären lassen. Einfach, dass man das sonst auch behandeln lassen kann. Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich eine Minderheit, ne? Also nicht, dass wir jetzt denken, jeder, der immer kurz Herzschmerz hat, muss sofort zum Arzt. Ja. Zum Glück, ja. Ja, zum Glück, genau. Okay, aber das ist ja super interessant. Kann man denn dann was machen? Also er muss erst vom Kardiologen behandelt werden und dann, denke ich, muss er wahrscheinlich auch in oder sie in eine therapeutische Maßnahme, oder? Um die Emotionalität zu regeln. Oder wie sieht das aus? Also in dem Sinne, gerade wenn das kardiologisch abgeklärt wäre, könnte man sich dann dem anderen Aspekt, dem emotionalen Stress, erstmal widmen und auch da zu gucken, was kann man denn tun, um den Betroffenen oder auch den Patienten erstmal zu entlasten, um da erstmal zu klären, was denn der Auftrag, wo kann man unterstützen, um dann da weiter vorzugehen, ja. Genau, und dann wären wir ja bei der Psychotherapie, das heißt also verlängerte Trauerreaktion oder auch gebrochenes Herz. Wann geht man jetzt zum Therapeuten, also zu Ihnen, zur Therapeutin in dem Fall? Genau. Was würden Sie denn mit denjenigen machen? Genau, da gibt es tatsächlich verschiedene Punkte, die man machen könnte. Es gibt verschiedene Interventionen von einem vom kognitiven Verhaltenstherapie hin zur interpersonellen Therapie. Beispielsweise hat Scheer relativ viele Ansätze zur Therapie entwickelt, wo es 16 Sitzungen gibt, wo man dann einem klaren Konzept folgt. Es gibt aber auch natürlich Interventionen, die nur 5 Sitzungen sind auf Online-Therapie. Wenn man aber jetzt ganz normal erstmal ambulant zu einem Therapeuten geht, gibt es da natürlich auch verschiedene Ansätze. Zunächst müsste da natürlich auch geschaut werden, was ist das Bedürfnis des Patienten? Und auch da immer wieder beide Seiten zu betrachten. Also zum einen verlustorientiert zu arbeiten, aber auch bewältigungsorientiert zu arbeiten. Mhm. Sich anzugucken, wie war denn überhaupt die Beziehung zu dieser Person? Wie kann ich mich gut um mich kümmern? Vielleicht aber auch, und das spielt ganz häufig eine Rolle, das Gefühl auch da sein lassen zu dürfen. Also sich zu erlauben, zu trauern, dem Raum zu geben. Möglicherweise erst nochmal sich den gesamten Verlauf anzugucken, was ist da überhaupt passiert und natürlich dann auch zu schauen, was gibt es Dinge, die man jetzt aktiv tun kann, um sich dieser Situation dann besser anzupassen. Das hat sich jetzt sehr interessant angehört. Ich war nur kurz bei diesem, wer war da diese tolle Therapie, die 16 Sitzungen und ein genaues Konzept ist, das wir jetzt nochmal kurz nennen für unsere KollegInnen, die das interessiert. Dann können wir das auch in die Shownotes nämlich hinterher nehmen. Muss ich jetzt keiner auswendig merken. Wir machen das in die Shownotes. Aber das ist ja immer interessant, auch für die KollegInnen dann einfach Tipps zu haben, wie man da vielleicht auch nochmal strukturiert rangehen kann. Genau, das sind Ansätze von Scheer. Die kombinieren in dem Sinne kognitive Verhaltenstherapie mit der interpersonellen Therapie. Und da wird vor allem der Fokus zu einer Seite so ein bisschen darauf gelegt, wie erlange ich eine gesunde Funktionsfähigkeit, aber zum anderen auch, wie gehe ich um mit dem Verlust. Ja, und dann würde ich jetzt noch mal eine letzte Frage haben, nämlich jetzt mal angenommen, ich werde morgen verlassen, was ich nicht hoffe, und dann könnte ich präventiv irgendwas machen? Also könnte ich sagen, okay, jetzt bevor das eine verlängerte Trauerreaktion wird, mache ich irgendwas ganz toll, damit ich jetzt nicht da reingerate. Was wären das vielleicht für Tipps?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass wir nur uns ja alle wünschen, dass wir gar nicht durch diesen Prozess durch müssen und das Gefühl gar nicht wahrnehmen. Aber genau das ist zum einen ein ganz, ganz großer Punkt, und zwar, dass wir uns erlauben, erstmal trauern zu dürfen. Also natürlich können wir auch Sachen machen, um uns sich selbst sozusagen zu kümmern, zu gucken, was mein Bedürfnis, was brauche ich eigentlich gerade. Aber zum anderen auch das, was ich gerade benannt habe, zu gucken, ich darf auch mich mal traurig fühlen und ich darf auch gerade mir mal eine Pause gönnen. Ne? Also gerade Verluste oder auch Trennungen ziehen unglaublich viel Kraft. Gerade wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, was das alles auch im Gehirn macht mit den ganzen Hormonen, alles ist durcheinander. Also auch da sich in dem Sinne mal zu gönnen und zu sagen, okay, ich darf jetzt auch gerade mal etwas weniger tun oder nicht funktionieren. Okay, aber vielleicht noch eine gute Frage dazu, was sollen denn die Angehörigen machen? Weil es gibt ja so oder so, ne? Also reiß dich zusammen, ist natürlich, nehme ich mal an, nicht so gut. Aber vielleicht können Sie da noch einen Tipp für alle Angehörigen, die sich ja immer wieder anhören müssen, wie schlimm alles ist in dieser Phase. Vielleicht noch mal kurz was dazu sagen. Ja, tatsächlich auch da dem Raum etwas geben und auch eine Akzeptanz mitbringen. Gleichermaßen hilft es aber auch ganz vielen Trauernden, auch wenn man eine Person verloren hat oder nach einer Trennung, sie immer mal wieder rauszuholen. Einfach in die Aktivität zu bringen, abzulenken, die typischen Dinge, die wir kennen, und wenn es mal essen gehen ist oder irgendwo sich gemeinsam hinzusetzen und einfach da zu sein und sozusagen der Person das Gefühl geben, ich halte das mit dir aus und ich bin bei dir. Super, ja, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, wir leiten mal über zu einem vielleicht Buchtipp. Buchtipp. Da habe ich tatsächlich ein Buch mitgebracht bezüglich Liebeskummer. Das heißt, Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen ist vor allem hilfreich für Betroffene. Und dann von Jorge Bouquet, was vor allem eher um Trauer geht. Das heißt, das Buch der Trauer, Wege aus Schmerz und Verlust. Tipp aus unserem Wissenschaftskontor. Genau, und dann für alle sehr wissenschaftlich Interessierten machen wir ja immer noch einen kleinen Überblick, was es vielleicht an Studien oder Reviews aktuell gibt. Vielleicht haben wir da auch noch was. Genau, da habe ich ein systematisches Review mitgebracht von Caccarala, Roberts, Rogers et al. The Neurobiological Reward System and Prolonged Grief Disorder. Persönliche Frage. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich dann natürlich wie für alle unsere ExpertInnen noch eine persönliche Frage. Was gibt's denn Interessantes über die Frau Segewiss zu erzählen? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich gerne im Privaten immer Projekte habe. Auch im Beruflichen, aber auch im Privaten und gerade in den letzten Monaten zunehmend gerne handwerke. Und da passiert dann auch manchmal, dass ich gerne mal ein Loch bohre, wo eigentlich kein Loch hingehört. Aber meistens klappt es ganz gut und das ist jetzt zunehmend ein Ding, was ich auf jeden Fall immer mehr machen mag. Okay, also mit schwerem Gerät wird gebaut. Sozusagen, ja. Cool. Dankeschön. Super, vielen Dank. Dann danke, dass wir hier sein durften und danke auch.